Hi, jetzt können wir auch hier wieder einmal das Licht einschalten tatsächlich. Das Ding ist, ich bin nämlich heute eventuell zum letzten Mal hier. Jetzt ist schon ein bisschen Zeit vergangen. Er hat mir gesagt, es ist auf jeden Fall keine Sicherung geflogen in der Zeit, keine Fehlerstromschutzschalter geflogen. Des Weiteren vermisst er auch nichts an Sachen bezüglich, dass irgendwelche Steckdosen keinen Saft haben. Er hat sich jetzt tatsächlich die Mühe in meiner Abwesenheit gemacht, die ganzen Sachen zu beschriften, auch noch eine Legende anzufertigen. Deswegen habe ich jetzt hier den Brother P-Touch dabei. Da haben auch einige Leute gefragt, wie beschrifte ich diese Leitungsschutzschalter und FI-Schalter oder Netzwerkschränke immer so gut. Da kann ich ein bisschen drauf eingehen in dem Video. Und die Installationsprüfung wollte ich in dem Fall noch machen. Jetzt habe ich noch 2 Stunden Zeit, bevor die Frau hier Homeoffice-mäßig arbeitet, dass ich den Strom abschalten kann. Bezüglich der ISO-Messung ist es einmal recht wichtig, den Strom abzuschalten und dass ich alle FIs einmal L1 gegen N, L2 gegen N, L3 gegen N messe, damit ich weiß, dass alle Phasen gegen Neutralleiter beim FI-Schalter auch abschalten, so wie es sein soll. Viele Sicherungen hat er jetzt auch gar nicht beschriften können. Er hat gesagt, wenn er die ausmacht, dann fehlt ihm nichts. Da war ja auch nicht alles beschriftet im alten Sicherungskasten. Mehrere Adern sind auf einer Sicherung drauf gewesen. Jetzt haben wir alles komplett separiert. Deswegen ist es jetzt auch so viel geworden in dem Fall. Kann sein, dass sie eventuell irgendwo welche Leitungen totgelegt haben, die aktuell für das Haus keine Anwendung mehr finden. Aber so ist das nun mal. Deswegen Schreiben war dann nicht belegt oder sowas drauf oder irgendwie undefiniert. Genau. Ich würde vorschlagen, ich mache jetzt die Deckel auf und fange mit einer ISO-Messung an. Ich werde mitten im Prüfstrom in dem Fall von 250 Volt messen. Aufgrund dessen, dass viele Geräte natürlich im Haushalt laufen und angeschlossen sind. Des Weiteren macht es auch keinen Sinn, zwischen L und N zu messen, weil die Geräte in den Steckdosen stecken und der mir dann sagen würde, dass da eine Last dran hängt und dann einen Wert ausspuckt, der nicht in Ordnung ist in dem Fall. Deswegen zwischen L und PE kann ich auf jeden Fall messen und abgangsseitig vom FI zwischen N und PE ist auch recht wichtig, einmal eine ISO-Messung zu machen. Hier bei dem Lichtverteiler, sage ich mal, wo die ganzen Shellys verbaut wurden, da gab es ja auch erstmal ein Problem bei 2 Relais, die dauerhaft geklackert haben, wo man eingeschaltet hat. Jetzt merkt man, dass die Sicherungen drin sind. Die sind auch wieder alle komplett angeschlossen. Was ist der Fehler gewesen? Bei 2 Tastern ist ein Kontrolllämpchen drin gewesen, auf orientierungslichtmäßig. Und das hat die Shellys tatsächlich gestört. Die wurden jetzt abgeändert in normale Taster ohne Glimmlämpchen. Und seitdem funktioniert das Ganze und alle Sachen funktionieren. Der hat es jetzt auf Tastmodus umgestellt von Schaltmodus. Und so gehen jetzt auf jeden Fall alle Lampen von allen Tastern entsprechend aus, ein- und auszuschalten, ganz normal. Und die werden auch nicht zu warm. Das passt. So, dann werde ich jetzt einmal die selektiven Leitungsschutzschalter ausschalten. Zack, zack, zack. Dann haben wir jetzt in dem Fall erstmal kein Licht hier. Des Weiteren ist wichtig, dass die FI-Schalter und der LED-Schalter auf jeden Fall durchgängig sind. Ich werde jetzt eine Einzelprüfung machen, in dem Fall eine ISO-Messung, aber keine ISO-ALL-Messung, sondern ich stelle ihn entsprechend erstmal auf 250 Volt ein und mache dann zwischen. So, dann werde ich hier einmal an PE, was komplett durchverbunden ist, den einmal drauf machen und die andere Messspitze entsprechend abgangsseitig vom Fehlerstromschutzschalter auf den Neutralleiter drauf machen. Dann bin ich da auf jeden Fall schon mal safe, dass sich da nichts berührt. Aber würde sich was berühren, dann würde sowieso der RCD in dem Fall auslösen. So, machen wir hier 250 Volt Prüfstrom und hier zwischen N und PE. Zack. Und jetzt gehe ich hier auf FI1, schalte den natürlich aus, damit er keine Verbindung vom Hausanschlusskasten bekommt und messe den einmal. 172,1 Megaohm, das ist gut. Machen wir den anderen Neutralleiter an der Stelle auch noch. 9,17 Megaohm, passt. Megaohm, sehr gut.
auch 200. innerhalb der Toleranz. Ah, hier ist eigentlich dasselbe, hier ist aber noch nichts dran. Macht eigentlich keinen Sinn, wird 200 haben bestimmt. Jupp. So sind die Werte von der Isolationsmessung zwischen N und PE, von der Verteilung bis zu den Verbrauchern. Müssen wir mal gucken, vielleicht hat es ja Kontakt. Damit wir jetzt einmal die LCDs testen. Alle Außenleiter einmal durch. Ja, passt. Ich drücke mal hier oben drauf. PE-Prüfung erforderlich. Testtaste drücken. Einfacher ist eigentlich, wenn man die Stromkreise anmacht und zur Steckdose jeweils geht, eine mal provisorisch macht, dann hast du auch den Weg bis zum FI-Schalter mit dem Commander-Stecker. Aber so ist das Ergebnis schon mal in Ordnung jetzt gewesen. Mit den Abschaltströmen und alles Mögliche. Und so müsste man prinzipiell jetzt auch noch die zweite Phase, dritte Phase machen. Aber wir machen es am Ende mit dem Prüfstecker und werten dann das Ganze raus, der FI-Schalter, und schreiben die Werte direkt ins Prüfprotokoll rein. Ja. So, hierbei handelt es sich um eine VDE 01600er Prüfung. Des Weiteren muss ich selber mal lesen, Unterzeichnung, das kann ich dann später machen, dass keine Mängel festgestellt wurden und so weiter und so fort. Netzspannung 3 NPE, 400 Volt oder PEN, wir haben auf jeden Fall in dem Fall beides, für Lichtkreise haben wir 3 PEN. Dann haben wir hier ein TNC-Netz, verwendete Prüfgeräte, schreibe ich dann auch am Ende hin. Besichtigen nach VDE, durchgeführt, bam bam bam. Erproben, mache ich noch alles. Und hier Schutzleiter widerstandsmäßig. Und hier die ganzen Stromkreise, die ich dann entsprechend runter schreibe und die ganzen Werte, die gemessen wurden, reinmache. Habe ich über 3 Seiten insgesamt. So, jetzt habe ich mir hier die Liste gemacht mit den ganzen Stromkreisen in dem Fall, welche Leitungen dahin gezogen wurden. Und dann bezüglich Überstromschutzeinrichtung B16 Automaten und Fehlerstromschutzschalter Typ A 40 Ampere 30 mA. Und da muss ich entsprechend hier die Schleifenimpedanz und Überstromwerte oder Kurzschlussstromwerte eintragen. Dann beim FI-Schalter entsprechend noch Auslösestrom, Auslösezeit und so weiter. Und dann die Isolationswerte der Leitungen. Und das machen wir jetzt. Fangen wir mit der FI-Prüfung der einzelnen Stromkreise an. Und dann passt das. So, jetzt ist der FI und der dreipolige LS für Küche irgendwie drin. Dann scheinen die auch eventuell einen Drehstromkreis in Wechselstromkreise aufgeteilt zu haben. So, dann merken wir hier, dass hier eine Spannung tatsächlich anliegt jetzt bei der Steckdose. Und dann gehe ich die Prüfung einmal durch. Und so können wir alle 3 Phasen der Steckdosen entsprechend messen. Also einmal von dem und dann weitere Steckdosen, bis wir komplett safe sind. Jetzt muss ich den ja immer wieder einmal einschalten, den FI-Schalter, und dann die Werte eintragen. So sieht das Ganze jetzt in dem Fall aus. Hier haben wir eine Spannung von 235 Volt. Dann haben wir Auslösestrom in Milliampere. Auslösestrom Milliampere 2733. Reicht 30 Milliampere. Und hier haben wir in Millisekunden den Auslösestrom
von 17,2 und Minuspolarität 28,5 schreibe ich 23 Millisekunden. Und gleich Fehlerströme haben wir nicht. So, mal mit mäßig den Mittelwert davon. So, ich habe mich jetzt auch dafür entschieden, wo ich gerade an der Steckdose bin, wo ich die RCD-Prüfung mache, dass ich nach der RCD-Prüfung direkt TNRCD mache und dann entsprechend direkt ausgespuckt bekomme, die Spannung, welche anliegt, den Spannungsfall, der jetzt 2% beträgt, aber ich hier in der Liste nicht eintragen muss, aber Schleife zwischen LN, LPE, dass ich da diese entsprechenden Werte habe. Und so sieht alles gut aus, auch mit LN, den Kurzschlussstrom und zwischen L und PE. Deswegen schreibe ich das alles hier in der Form einmal komplett rein. 0,24, hier ist 0,25 Ohm vom Erdungswert. So, das Ding ist, die ersten Sicherungen vom ersten FI habe ich jetzt einmal komplett durch die Werte aufgeschrieben. Jetzt bin ich gerade bei dem nächsten und da kann ich euch mal eben zeigen, in welcher Form ich das Ganze einmal mache. Ich fange prinzipiell hier mit der RCD-Prüfung an, stecke einmal das Prüfgerät ein, mache RCD, Auto-RCD und dann lasse ich mir erstmal hier alle Werte von dem ausspucken. Jetzt muss ich prinzipiell zum FI-Schalter einmal gehen und den immer wieder einsichern. Danach habe ich Pluspolarität, Minuspolarität, die Auslösezeit und den Auslösestrom entsprechend. Das wäre jetzt von der Sicherung. Die hier kann ich jetzt in dem Fall komplett anlassen. Da sind wir jetzt einmal durch. Da passt alles. Und deswegen geht das dann. Und wenn das dann fertig ist, mache ich die nächste Sicherung, nächste Sicherung, nächste Sicherung. Hier war zum Beispiel die Küche. Da sind auch alle Werte komplett in Ordnung gewesen. Und so geht man jetzt alle Stromkreise einmal durch. Dann weiß man, dass auf L1 der FI auf jeden Fall auslöst, auf L2 der FI auslöst, auf L3 auslöst. Und dass die Werte der Sicherungsautomaten und so weiter komplett in Ordnung sind. Natürlich im Vorfeld einmal kalibrieren die Leitung bezüglich des Referenzwertes in Ohm, damit er damit ganz gut arbeiten kann. Aber das sollte man als Elektriker wissen. So. Eventuell kommt er nochmal, eventuell nicht. Hat er schon Haken angezeigt? Ja. Okay. So. Dann haben wir in Millisekunden 36 mA Auslösestrom ist auf jeden Fall noch innerhalb der Toleranz. Ich glaube bis 37,5 oder 38 ist okay, weil der mit pulsierenden Gleichströmen misst und nicht mit Wechselströmen. Da nehme ich jetzt einen Mittelwert vom Auslösestrom. Das wäre jetzt beispielsweise so um die 33 mA im Impulsstrom und dann ist in Ordnung. Und dann noch die Millisekunden hat er zwischen 16,4 plus Polarität und 29,3 minus Polarität. Schreibe ich dann auch einen Mittelwert von um die 22 Millisekunden. Wir hatten hier eine Spannung von 234 Volt. Ups, 234. Und das sind schon mal die Werte. Gleichfehlerströme haben wir jetzt in dem Fall hier nicht. Danach gehe ich nochmal hier auf Auto, TN mit RCD und lasse mir einmal hier alle Werte ausspucken. 234 Volt, 3,2% Spannungsfall. Dann haben wir Z-Schleife zwischen L und N, 0,86 Ohm. Hier habe ich auch oben hingeschrieben, zwischen L und N. Das sind 0,86. Tatsächlich haben wir zwischen LPE auch 0,86 Ohm. Dann haben wir Auslöseströme von 179 Ampere und wir haben RPE 0,32 Ohm. Und damit habe ich das auch einmal komplett ausgefüllt. Und so sind die Werte in Ordnung von dem Kreis. Schalten wir nächste Sicherung ein und gehen zur nächsten Steckdose. Naja, aber ich bin erstaunt, dass die Werte auf jeden Fall so gut sind, auch hier in der Altinstallation. Vom Backofen beispielsweise. Was auf jeden Fall richtig toll. So kann es weitergehen. So, das waren jetzt die Werte vom Schlafzimmer, welche auch passen. Und jetzt sind wir gerade in der Küche. Das Ding ist, hier ist ein Plus, hier ist ein anderes Symbol. Das sind zwei unterschiedliche Stromkreise. Hier auch ein Plus, hier ein X.
Da müssen wir auf jeden Fall alle Sachen einmal durchchecken. Jetzt machen wir nochmal eine RCD-Prüfung von dem Stromkreis. Nur die Sicherung ist an. Deswegen wissen wir auch, dass es sich im Endeffekt um die Steckdosenkreise handelt. Und jetzt muss ich hier auch einmal. Aber ihr merkt selber, es wiederholt sich. Dieses Prozedere muss man nicht alles zeigen. Am Ende die Werte passen und dann ist okay. Jo, passt. Jo. 24 Millisekunden. 230 Volt. 31,25, sagen wir 28. Milliampere mit der CD. 0,47. Dreihundertneunundzwanzig. 0,51. Und 305 Ampere. Und RPE 0,15 Ohm. Passt. So, das Ding ist, das hier war ja einmal Schlafzimmer über die eine Phase. Das war eine dreipolige Aluleitung. Und hier ist auch noch die Waschküche mit drauf. Deswegen ging in dem Fall tatsächlich keine. Jetzt schon bin ich relativ fortgeschritten. Nur noch Waschküche fehlt. Deswegen machen wir das einmal hier ausfindig. Hat er jetzt natürlich RCD-Prüfung nicht gemacht, aber deswegen haben wir hier die Möglichkeit Auto TN ohne RCD. Zack. Und dann können wir zumindest einmal die Werte hier uns ausspucken lassen, dass wir eine Spannung von 231 Volt haben. Der Spannungsfall ist in Ordnung und die Schleifenimpedanzwerte sind auch top und RPE sollte auch nice sein mit, sag schon, 0,00 Ohm sogar. Ja, kannst du hochhebeln. Das Ding ist, Waschküche ist jetzt hier auch mit RCD. Das Ding ist, die hier war einmal ohne RCD. Habe ich jetzt so auf das andere Blatt Papier mit drauf gemacht und bei RCD Strich durchgemacht. Ging halt in dem Fall nicht anders. Und hier die Waschküche ist jetzt mit RCD. Das sind die Steckdosen, die auch nach wie vor funktionieren. Und die hier, die kommen aus der Garage, sind darüber abgesichert. Aber hier werden die Werte bestimmt auch in Ordnung sein. Hier kann ich schon mal so einen Zwischenwert von 22 Millisekunden mir aufschreiben. Milliampere passt auch. Okay. Haben wir einmal hier. Spannung finden wir gleich raus. Dazu mache ich jetzt einmal eine Automessung mit RCD. Und das sollte jetzt in dem Fall klappen. 232 Volt. 232. 0,53. Und 295 war das. Ne, 293. So, das Ding ist, hier will ich natürlich auch, obwohl kein RCD verbaut ist, zumindest darauf achten, dass die Sicherungsautomaten und so weiter auslösen. Deswegen habe ich hier einmal den Pen auf den Pen drauf gemacht. Der kommt ja hier generell von der Ableitungsabzweigklemme und messe entsprechend Pen gegen L1, gegen L2 und gegen L3. Und so können wir das einmal kurz machen. Also gehe ich hier auf TN ohne RCD.
Testtaste und halt den drauf. Und dann sagt er mir 230 Volt, 0% Spannungsfall, Schleifenimpedanzwerte, Kurzschluss, Auslöseströme oder Kurzschlussströme und ein RPE von 0,06 Ohm. Ist auch in Ordnung. Die Werte übertrage ich eben bei Licht 1 und dann für L2 Licht 2 und L3 Licht 3. Und dann ist das auch in Ordnung in dem Fall. Kann ich auch sicherheitshalber, ja, muss ich gleich reindrücken und dann gehe ich in den rein, damit die Werte auch exakt sind zwischen L1, L2 und L3. So, dann sind wir mit den Messungen durch. Isolationswiderstand war alles da über 100 Megaohm. Das passt in dem Fall. Habe jetzt alles hier mit seinen Daten, meinen Daten und so weiter angekreuzt und beschriftet. Auch zum Beispiel, dass es sich hierbei um eine wesentliche Änderung handelt und eine Wiederholungsprüfung nach ca. 50 Jahren oder wie auch immer. Naja, so sieht's aus. Jetzt geht es auf jeden Fall weiter mit dem Brother P-Touch, um die Beschriftung zu machen. Und dort auch bei der kleinen Unterverteilung. Der hat hier schon diverse Bänder hingemacht. In der Form darf ich das Ganze beschriften, damit es am Ende ordentlich aussieht. Dann kommt es hier einmal weg. Aber vom Grunde her, ich nutze 9 mm Bänder von Brother P-Touch. Ich muss selber mal gucken. Das Gerät heißt in dem Fall Brother E550W. Das werde ich auch in der Videobeschreibung einmal verlinken. Und hier habe ich auch Ersatzbänder drin, kannst du auch Schrumpfschläuche und alles Mögliche machen. Und ich kann das Gerät einmal einschalten, habe das auch jetzt komplett vollgeladen. Prinzipiell kann ich hier so Sachen reintippern und so weiter, aber ich nutze ganz gerne die App und lasse das auch per App ausdrucken. Deswegen würde ich vorschlagen, ich aktiviere mal eben ein Screen Recording, dann seht ihr das Ganze einmal. Und hier ist die Brother P-Touch App im Grunde. Und jetzt, wenn ich eine neue Anlage machen würde, würde ich hier zum Beispiel auf Verteiler gehen und dann neuer Verteiler, sei denn du wählst dir hier was aus, was dir eventuell passt. Aber dann kann man hier hin machen, die Bandbreite, in meinem Fall 9 mm, Blockabstand, das wäre dann pro Teilungseinheit um die, ich glaube, 7,2 mm. Und dann kannst du die Blocklängen machen, noch mit Multiplikator, mal 4 für einen FI-Schalter, mal 1 für einen LS-Schalter, mal 3 für einen dreipoligen LS-Schalter und so weiter hinmachen. Aber ich habe ja schon einige Sachen erstellt, deswegen gehe ich zum Beispiel auf meine Etiketten und dann sehe ich hier die Etiketten, die ich mir erstellt und gespeichert habe. Oder am Druckprotokoll, welche Sachen ich im Endeffekt damals gemacht habe. Und wenn ich da jetzt zum Beispiel mit FI-Schalter 3 einmal drauf gehe, sehe ich hier ein ganzes Band. Und das kann ich mir jetzt individuell bearbeiten. Da gebe ich zum Beispiel hier ins erste Feld bearbeiten, FI-Schalter 1 ein, übernimmt er in der Form. Ich markiere alles und gehe unten rechts hier auf Blocklängen, Verhältnisse und zähle, ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke, mache Anzahl der Blöcke 5, Blockabstand 17,5 mm, ah, das ist das dann von einer Teilungseinheit. Und ich gehe nochmal drauf, um zu sagen, Blocklengtverhältnis erstmal 4, dann ein dreipoliger, 1, 1, 1, passt. Und den ersten haben wir ja mit FI-Schalter 1. Das zweite wird beschriftet mit Küche, Spülmaschine, Kühlschrank. Und passt alles rein. Ich glaube, ich kann sogar Spülmaschine komplett ausschreiben. Genau. Und dann die nächste Sicherung ist Bürolicht. Kann auch ein Leerzeichen machen. Zack, dann passt beides so rein. Dann der nächste ist Gäste-Steckdose. Und der hier ist undefiniert. Und dann kann ich nochmal markieren, wenn ich die Schrift überall komplett, ich gucke mal, wie es passt, passt es am besten. So, 8 PT und FI-Schalter kann ruhig. ...10 PT haben von der Schriftgröße her. Und so kann ich jetzt, wenn ich hier über WLAN
direkt bei der P-Touch verbunden bin, kann ich in der App oben sagen drucken. Und dann sehe ich hier alle Informationen drucken und wird gedruckt. Und hier sieht man, wie er das einmal ausspuckt. Richtig schön. Und so kann ich das 1:1 jetzt hier reinmachen. Die Felder mache ich einmal auf. Und hier sieht man mit den 17,5 mm pro Teilungseinheit, passt das exakt. Dann mache ich die erstmal so, passe mir das nochmal so an. Und so kann man alles richtig schön in dem Fall lesen. Und das mit dem Klebeband kann man jetzt abmachen. Und so mache ich das jetzt für die anderen auch einmal. Hier kann ich jetzt direkt drin bleiben. Dann sage ich einfach, bezüglich der Sachen habe ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück an Blöcken. Und Blocklenkverhältnis muss ich natürlich den zweiten auf 1 machen, weil das ein einpoliger LS-Schalter ist. Und man muss immer zurück. Blocklenkverhältnisse 1, Verteiler 7. Und so sieht das dann aus. Jetzt schreibe ich hier FI-Schalter 2 hin. Und hier kommt Büro, Steckdose. Und so bearbeite ich nach und nach alle einmal. In der Form ist es auch von der Schriftgröße und alles optimal. Dann wieder drucken. Und dann druckt ihr mir das Band aus, welches ich dann hier reinmachen kann. So, das Ding ist, jetzt wollte ich hier für FI-Schalter 4 was reinmachen, aber jetzt ist es mit dem Band entsprechend leer gegangen. Deswegen können wir einmal gemeinsam gucken, wie man hier das mit dem Bandwechsel macht. Hier einfach reindrücken, zack, und dann die Haube hochnehmen. Und jetzt nehme ich hier 9 mm, 0,35 Zoll in dem Fall, einfach raus. Und jetzt müsste ich hier in dem Case noch weitere Sachen haben, genau das gleiche. 9 mm, einfach die Pappe hier abmachen und so haben wir jetzt wieder eine komplett neue Rolle und die lege ich hier einfach rein und achte darauf, dass das Band hier zwischen ist, klack, fertig. Und so in der Form hätte ich eigentlich gar nicht ausschalten brauchen. Akku ist auch drin hier unten, so wieder zumachen. Ja, einmal Escape. Und jetzt brauche ich mein Smartphone wieder, um das entsprechend ausdrucken zu können. So sieht das Ganze jetzt aus, wo ich fertig geworden bin. Haben wir einmal hier die Unterverteilung, wo die Beleuchtung beispielsweise dranhängt. Und dann haben wir hier jetzt, da wo undefiniert ist, ist undefiniert. Aber sonst alles entsprechend möglichst so beschriftet, damit der auf jeden Fall klarkommt. Und die Stromkreise, die er selber gefunden hat,
bei Bedarf freischalten kann. Garage ist auf jeden Fall noch eine Verteilung, um die kümmern wir uns gleich nochmal. Und hier ist jetzt auch keine Ahnung, wofür die sind. Hier ist Schlaf- und Waschküche drauf, ohne FI in dem Fall. Das sind aber nur zwei Steckdosen im Schlafzimmer, die betroffen sind. Klingel. Und hier die drei Lichtkreise, Licht 1, Licht 2, Licht 3. Das hier läuft über Licht 1, über Licht 2, über Licht 3. Hier hat der schon mal ein bisschen was beschriftet selber. Genau. So, dann wäre tatsächlich meine Arbeit an der Stelle getan. Dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!